Mir war es wichtig, dort Gespräche zu führen, um zu gucken, können wir was für die Sicherheit deutscher Fans während der WM tun? Und da geht es ja zum einen um Menschen, die gleichgeschlechtliche andere Menschen lieben und das auch zeigen wollen. Da geht es aber auch um den Schutz vor rassistischen Übergriffen. Da geht es auch um den Schutz vor Übergriffen und der Vermeidung von Antisemitismus. Deswegen war mir diese Sicherheitsgarantie so wichtig und die hat mir der Premierminister und Innenminister gegeben. Ich habe jetzt keine neuen Anzeichen von ihm selbst, dass sich daran etwas geändert haben sollte. Natürlich sind solche Äußerungen furchtbar und das ist ja auch der Grund, warum wir daran arbeiten, dass sich Dinge in Katar hoffentlich perspektivisch auch verbessern. Die sich speziell mit Sicherheitspolitik beschäftigt,